Neben mir sitzt Sebastian Fischer und Sie ahnen, was jetzt kommt. Die Modellneuheit Baureihe 65 in TT. Habe ich das korrekt so gesagt? Korrekt, in doppelter Ausführung. In doppelter Ausführung. Darüber werden wir gleich sprechen. Über dieses Modell in doppelter Ausführung wollen wir mal so eine kleine Geschichte Rolle rückwärts machen. Ist das jetzt eine Neukonstruktion oder war das schon immer bei? Das ist tatsächlich ein Modell, das schon lange von Gützold verkauft wird. Da wurden schon viele tausend Modelle von produziert. Mhm. Und die 6510 war das erste Modell, was wir vor 3 Jahren schon mal für Gützold überarbeiten durften. Mhm. Das war sozusagen das Modell, wo Herr Kühn auf uns zugekommen war, der ehemalige Geschäftsführer von der Firma Gützold, und fragte, ob wir ihn sozusagen von der elektronischen Seite unterstützen können bei der Entwicklung oder Überarbeitung des Modells. Du sprachst gerade Stichwort Überarbeitung an. Es ist schon mal überarbeitet worden und jetzt ist es nochmal überarbeitet worden. Was ist jetzt anders als bei der anderen Überarbeitung oder wie muss ich mir das vorstellen? Also die Entwicklung in der Modellbahn geht ja relativ schnell auch, sodass da die technologische Entwicklung immer weitergeht und immer mehr Feinheiten dazukommen. Wir tragen ja auch dazu bei, dass es sozusagen immer weitergeht und dass mehr möglich ist, was man in gerade auch im Maßstab TT sozusagen darstellen kann. Mhm. Zum einen sind das die Loklaternen, die wir ja an unseren Modellen zum ersten Mal bei der Baureihe 41 dargestellt hatten, wo sozusagen die LED direkt integriert ist in den Lampenkörper. Mhm. Da gehen wir später nochmal mehr drauf ein. Mhm. Das war eine Weiterentwicklung und die andere ist die Elektronik, dass ein Pufferspeicher eingebaut ist, also ein Kondensator eingebaut ist, der gerade in den Digitalversionen dafür sorgt, dass das Modell oder dass das Gehirn der Lok, der Decoder, mit Energie versorgt wird, wenn vom Gleis gerade mal nichts kommt. Ja, das ist meistens bei Weichen der Fall, was man so kennt. Ja. Wenn man auf Modellbahnausstellungen ist, dass dann die Loks dann urplötzlich stehen bleiben, dann fehlte so ein kleines Quantum Strom. Genau. Ich habe mir sagen lassen, beziehungsweise ich weiß, dass ihr Pufferspeicher ja eigentlich jetzt generell einbauen wollt in die Lokomotiven. Genau, also vielleicht nochmal kurz zur Geschichte von den Pufferspeichern. Wir haben die Technik, zwar eigentlich eine Notentwicklung, wir brauchten sowas einfach. Mhm. Wir wollten bei der Baureihe 41 eine Soundversion mit anbieten ab Werk und das dachte ich mir, das funktioniert ja relativ einfach. Man nimmt einfach einen Decoder und steckt den in die Schnittstelle rein. Und das habe ich dann auch so gemacht und das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Die Lok ist 10 cm gefahren, ist stehen geblieben, musste ich wieder anstoßen und obwohl die Gleise sauber waren und die Lok wirklich an vielen Achsen Strom abnimmt, hat das mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe gedacht, allen anderen Modellbahnern muss es eigentlich auch so gehen wie mir. Wird es wahrscheinlich so sein, ja. Mag so sein. Da habe ich gedacht, da muss ich irgendwie eine technische Lösung für finden. Und dann habe ich mich da reingekniet und dann schlussendlich bei diesen Kondensatoren gelandet, sodass wir das dann zum ersten Mal bei der 41 eingebaut hatten. Und das hat so gut funktioniert, dass dann schlussendlich auch die Firma Gützold gesagt hat, das wollen wir in unseren Loks auch eingebaut haben. Und das war sozusagen dann für Gützold unser Erstlingswerk, die Indy 65, weil die nämlich im Digitalbetrieb mal eher Sorgen auch mit der Stromabnahme hatte, dort Kondensatoren einzubauen, also unsere Technologie sozusagen da zu integrieren, damit Gützold auch ab Werk dann Digital- und Soundloks bauen kann. Und so fing eigentlich die Zusammenarbeit mit Gützold an. Zum ersten Mal bei der Überarbeitung der 65. Und da war quasi nur ein Pufferkondensator eingebaut. Nun muss ich ja sagen, wenn die Modelle hier vor mir stehen, liebe Zuschauer, also man könnte ja fast von H0 auf TT umsteigen. Mhm. Also sie sieht wirklich wunderbar detailliert aus, die Maschine. Sie gibt es auch in zwei Varianten, was die Schlote beinhaltet. Einmal den Gieselflachejektor und einmal einen normalen Rundschlot. Das sind aber jetzt Neuheiten direkt an der Lok. Das hat es vorher so noch nicht gegeben. Also die Varianten hat es schon so gegeben, aber wir haben ja jetzt das Jahr 2019. Die letzte Überarbeitung ist 3 Jahre her. Und jetzt, seit wir sozusagen am Ruder sind bei der Firma Gützold oder bei der Marke Gützold, haben wir nochmal das Modell richtig grundlegend angefasst. Angefangen beim Motor, das war zwangsweise
mussten wir den Motor tauschen, also mussten einen neuen Motor finden, der da eingebaut werden kann, weil die Firma Mashima ihre Produktion eingestellt hat. Und ein Motorwechsel bedeutet immer eine grundlegende Änderung am Modell. Wahrscheinlich. Anderes Getriebe, andere Motoraufnahme, Zahnradübersetzung, die sich ändern. Es soll ja auch reinpassen wegen dem freien Durchblick, möchte ja auch nicht stören, der Motor und so weiter. Ne? Ganz genau, soll laufruhig sein, soll möglichst kräftig sein, um, wenn viele Wagen hinten dranhängen, nicht mit der Geschwindigkeit so einzubrechen. Ja. Also es ist schon anspruchsvoll. Wir hatten da lange gesucht nach dem richtigen Hersteller und haben da jetzt einen sehr, sehr gut passenden Glockenankermotor gefunden. Dann gibt es die Maschine natürlich auch mit Sound. Richtig. Wir haben sozusagen neben der Motoränderung auch gesagt, wir wollen ab Werk wieder eine richtig gute Soundvariante rausbringen, wo sozusagen alles, was technisch möglich ist, drin ist oder was man platztechnisch unterbekommt, und haben einen möglichst großen Pufferkondensator drin und einen möglichst großen Lautsprecher, der im Tragrahmen unten integriert ist und für doch einen sehr ansprechenden Sound in Spurose TT sorgt. Und der Sound, lass mich raten, Henning. Von Herrn Henning. Henning-Sound. Genau. Ja. Das spricht natürlich dann auch wieder für sich, dass wirklich was Vernünftiges rauskommt an der ganzen Stelle. Das sind die beiden Modelle sozusagen, die jetzt auf den Markt kommen oder schon in der Auslieferung sind, glaube ich. Ne? Die Epoche 3 Variante, die 65-1005, die ist in Auslieferung. Die 1008 geht jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen geht das los. So, und die gibt es dann in welchen Varianten? Jetzt was die digitale Ausstattung betrifft. Genau, es gibt die Lok jeweils in jeder Epoche oder jede Loknummer sozusagen in 4 Varianten. Also eine Grundvariante analog, da ist auch kein Pufferspeicher drin, weil das im Analogbetrieb keinen Sinn macht. Mhm. Und dann gibt es eine Digitalvariante, da ist quasi ein Digitaldecoder eingebaut, der auch schon richtig abgestimmt ist auf das Modell. Also die Motorregelung ist richtig eingestellt. Also muss Modell dann keine Hand mehr anlegen? Das ist schon von uns so bestmöglich eingestellt. Ja. Natürlich hat jeder da andere Anforderungen. Wir haben ein bisschen Bremsverzögerung oder Beschleunigungszeit und Bremsverzögerung eingebaut. Mhm. Mag Kunden geben, die das anders haben wollen, ist aber dann auch beschrieben, wie das geht. Ja, also wie gesagt, es ist ja erstmal schon wichtig, dass der Modellbahner das Modell auspacken kann und erstmal loslegen kann. Genau, es macht dann schon Spaß. Die individuelle Anpassung ist sicherlich so. Ja. Und das Gleiche ist ja dann auch mit allen anderen Dingen. Die Detaillierung, auf die möchte ich jetzt mal mit dir richtig eingehen, weil das ist für mich unglaublich. Vielleicht sage ich noch ganz kurz was zu den anderen beiden Varianten. Na, sag an. Wir haben ja noch nicht gesagt, dass noch eine richtige Soundvariante gibt, die sozusagen auch mit dem Zimo-Decoder, mit dem Henning-Sound-Projekt, was auch bestmöglich abgestimmt ist, dass die Lautstärken vernünftig zueinander passen, dass die Lichthelligkeit stimmt, Motorregelung und, dass das Modell einfach Spaß macht, wenn man es auspackt. Und dass die Dampfschläge auch synchron zur Radumdrehung sind, da legen wir also auch sehr viel Wert drauf, dass es also auch wirklich stimmig ist und man das Modell einfach mal länger auch betrachten kann und sich ein bisschen drin verlieren kann. Also, wie gesagt, für mich ist die Baureihe 65, ich kenne sie noch vom Fahren, also für mich ist die ja allgegenwärtig. Das ist ja eine relativ leistungsstarke, schnell anfahrende und mit relativ hohen Geschwindigkeit fahrenden Maschinen, vor allem im Gebirge, sehr günstig gewesen, aufgrund auch der Kurvenradien, die gefahren werden konnten. Das war schon so eine schöne Allzwecklokomotive, die gerade in diesem Bereich unterwegs waren. Das stimmt. So, gibt es noch was mit Rauchgenerator? Nee. Wir wollten das tatsächlich machen, ja? Aber es hat von den Funktionsausgängen nicht mehr gereicht. Die Next18-Schnittstelle ist einfach an der Grenze. An der Grenze ausgeweitet. Und wir wollten halt nicht das so weit einschränken, dass man nicht mehr automatische Kupplungen einbauen kann. Und also wir haben ja noch als vierte Variante, dazu hatte ich noch nichts gesagt, noch die Sonderserie, die wir ja bei der Baureihe 41 zum ersten Mal in Spur TT eingeführt haben, wo sozusagen noch mehr die Grenze des technisch Machbaren noch so ein bisschen verschoben wird. Und da haben wir Triebwerksbeleuchtung eingebaut, die auch schaltbar ist. Das kann ja nicht sein. Wie bei der 03 haben wir es ja auch gemacht in Spur H0. Und jetzt wollten wir es natürlich auch wieder bei der nächsten Überarbeitung machen. Gerade bei Dampfloks macht das ja Spaß und das sieht einfach toll aus. Also ich möchte jetzt mal so sagen, dann müsste man jetzt die Decoder nochmal verändern. Also Next 18 ist nicht, hier müsste man Next 22 oder sowas machen, damit
wenn jetzt noch Rauch reinkommt. Denn das war ja wirklich ein Novum im TT-Bereich, dass eine Modellbahn Lok raucht. Denn das sieht man ja wirklich selten, wenn überhaupt. Irgendwann kommt's. Ist nur eine Frage der Zeit. Nehmen Sie ihn beim Wort. Irgendwann kommt's, hat er gesagt. Ich ahne schon Schlimmes. Ich sage jetzt nicht wann, aber ich könnte mir vorstellen, zur Messe in Nürnberg könnte es vielleicht soweit sein. Wir wissen es nicht. Okay, gut. Mehr will ich auch nicht rauslocken. Mehr wurde mir wahrscheinlich auch gar nicht verraten. Richtig. Das ist klar. Richtig. Ja, nee. Spaß beiseite und das Augenzwinkern verstehen auch die Zuschauer, das ist ganz klar. So, jetzt zu den Detaillierungen eigentlich, die mir immer wieder faszinieren und ihr legt ja auch mal ganz großen Wert drauf bei der Detaillierung. Was immer ins Auge fällt, diese freistehenden Loklaternen. Ja, das ist ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Steckenpferd, aber das ist zumindest so das Tüpfelchen an der Maschine, wenn man das sieht. Und die Dinger leuchten auch noch. Und da fragt man sich, wo kommt der Strom her, wo geht er hin, wie funktioniert das? Das ist tatsächlich ein Thema, was uns sehr viel Entwicklungsaufwand gekostet hat. Mhm. Wir haben bei der 41 angefangen, einfach eine LED mit Kupferlackdraht hinten in den Lampenkörper zu integrieren. Ich würde mal die Weiterentwicklung davon jetzt mal präsentieren. Ja, ich halte sie hier mal vor den weißen Hintergrund. Das ist quasi eine mikroflexible Leiterplatte, die hinten direkt eine LED bedrahtet, die in diesem Lampenkörper drin sitzt. Und die Leiterplatte sitzt jetzt hier hinten? Wurde zwischen Daumen und Zeigefinger sozusagen? Oder genau, wo sitzt das die hier ist die Leiterplatte, richtig. Die bringt den Strom vorne in die Lampe rein und ist halt total flexibel. Man sieht das schon, wie das hier schwingt. Das ist eine ganz dünne Leiterplatte und sorgt dafür, dass man eine Bicolor-LED, also dreifarbig, warm weiß und rot, hier hinten direkt in der Lampe anschließen kann. Und das gibt natürlich einen ganz anderen optischen Eindruck gegenüber den Lampen, wo nur ein Lichtleiter sozusagen integriert ist und man dann, wenn das aus ist, in so ein schwarzes Loch reinguckt und der Lok sozusagen das Gesicht fehlt. Da haben wir mit dieser Technik jetzt ganz andere Möglichkeiten und man sieht das schon hier bei der Lok, die haben einfach, gerade wenn das Licht aus ist, haben die ein richtiges Gesicht, also diese, sagen wir mal, die Augen, die kommen mit diesen weißen Reflektoren richtig gut raus. Wobei aber bei den echten Reichsbahnmaschinen ja eigentlich ein rotes Licht ja nicht gang und gäbe war. Da hingen ja immer die Schlussscheiben. Aber wir nehmen sie jetzt als Traditionslok, die dann auf den Anlagen fährt, damit das rote Licht also bei der Fahrt auch brennt. Normalerweise war es eigentlich bei der Reichsbahn nicht so. Dass eine Scheibe davor gesetzt wurde, war so. Ja. Aber dass die LED oder dass die Lampe da drin rot leuchtet, das war nicht so. Das ist richtig. Aber ich meine, das ist schon okay. Wenn man es so macht, dann, wie gesagt, dürfte auch ein Modellbahner nicht drüber stolpern an der Stelle. Es ist einfach der Technik geschuldet an der Stelle. Ne? Die Lok wurde ja als Wendezuglok auch viel eingesetzt, gerade bei der Epoche 4-Lok, wo wir noch zu kommen. Die ist auch mit der Wendezugsteuerung ausgestattet, sodass sie ja am Anfang und Ende des Zuges mal eingesetzt werden konnte. Und da ist es dann durchaus schon sinnvoll, dass die eine Zugschlussbeleuchtung dann auch zumindest darstellen kann. Und gerade weil wir es technisch, können, haben wir es auch hier mit eingesetzt. So, jetzt gehen wir mal weiter von den Lampen. Jetzt die übliche Detaillierung. Es sind auch viele freistehende, sicher auch extra angesetzte Leitungen dabei. Man sieht es auch. Warte mal, welche Lok nehme ich mir denn vor? Nehme ich mir mal diese vor. Man sieht es also hier, dass also Griffstangen, hauchdünne, feine, ich kipp die mal ein bisschen, vielleicht sieht man es da. Hier sieht man es ja. Freistehende Leitung, extra angesetzt, also hochfein detailliert. Und was mich jedes Mal fasziniert, neben der Detaillierung, wenn wir schon darüber reden, die Bedruckung. Die ist für mich immer wieder unklar. Also muss ich ehrlich sagen, wie man auf so eine Maschine wie hier, also vorbildgerecht, die Bedruckung aufbringen kann, so wie sie im Vorbild war. Und das Schönste ist, man kann es auch noch lesen. Genau, also zuerst zu den freistehenden Leitungen. Das Modell war vorher schon klasse, was Götze halt gebaut hat. Wir haben jetzt einfach versucht, alles rauszuholen, was geht, und konnten auf Teile zurückgreifen, die wir schon als Fischer-Modell vorher für die 41 entwickelt hatten, wie zum Beispiel freistehende und durchbrochene Handräder, die hier oben angesetzt sind. Das waren vorher, angespritzte, undurchbrochene Klumpen, wo man auch noch ein bisschen Entformungsgrad sah.
Und jetzt sind das sozusagen, haben wir da Bohrungen eingebracht und diese Handräder einzeln angesetzt. Mhm. Und das genauso bei dem Dachgitter oben zum Beispiel. Ja, das ist durchbrochen, das sieht man also. Genau, das war vorher ein... Das ist der absolute Hammer. Mhm. Ich muss mal gucken, ob man es vielleicht, da sehen Sie, das Dachgitter, also die Lokführer Luft kriegen. Also das ist geätzt, denke ich mal. Das ist geätzt, geätzt. Also genau, das ist also wirklich auch dann daneben diese filigran angebrachten ebenfalls Halte. Ja, Stangen da oben, wenn man da oben mal lang klettert, sieht man, warte mal, ich muss mal gucken. Ja, so sieht man es ein bisschen. Also das ist wirklich, also man traut sich doch kaum anzufassen, muss man dazu sagen. Das ist, wie gesagt, sehr schön. Jetzt wurde bloß noch die echte Kohle hinbekommen. Ja, wir haben, das wäre tatsächlich schön. Wir haben jetzt zumindest Glück gehabt, was die Kohle angeht. Die ist, die kommt dem echten optischen Eindruck schon relativ nah. Gerade weil ja die Kohle auch immer so ein bisschen speckig ist und mal an manchen Stellen glänzt und an anderen nicht. Und ich finde, dass dieser Glanzeffekt bei dieser Kohle, man sieht das auch ein bisschen hier hinten, stellenweise doch immer so mal, man sieht mal das so, eigentlich sehr, sehr gut, wie stellenweise so ist. Glänzt. Ja. Und das ist also, der Effekt geht zumindest in die Richtung. Das ist das, was man mit vertretbarem Aufwand noch irgendwie darstellen kann. Und der Lokführer und der Heizer ist extra, oder ist das? Lokführer und Heizer ist dann die vierte Variante, was ich schon angedeutet hatte, diese oder limitierte Sonderserie, die wir zu jeder Variante bauen, mit schaltbarer Triebwerksbeleuchtung, mit schaltbarer Führerstandsbeleuchtung, damit dann die extra eingebrachten Lokführer und Heizer dann auch nicht im Dunkeln arbeiten müssen. Das kann ich Ihnen auch noch versprechen, liebe Zuschauer. Das zeigen wir Ihnen dann natürlich auch noch. Es wird jetzt nicht nur dahergesagt. Genau. Wir wollen uns einfach nur mal mit dem Modell beschäftigen. Ich drehe sie ganz einfach mal hier rum. Dann sind auch die angesetzten Leitern wiederum hinten. Ja, man sieht es hier. Dann wiederum, wie gesagt, diese filigranen Loklaternen. Das ist schon, muss ich sagen, es ist ein Tüpfelchen. Ich bin immer wieder begeistert davon. Dass also, wenn man sich mit so viel Liebe und auch detailtreu reinarbeitet, es ist schon erstaunlich für eine TT-Lok langsam. Wenn ich mir überlege, in den 60er Jahren, als es noch Zeuge TT gab, Berlin, wenn man sich überlegt, wie die Maschinen damals ausgesehen haben, die Lokomotiven, die angeboten worden sind, das war schon teilweise recht abenteuerlich. Man musste auch viel Fantasie haben. Und wenn man sich die Jahre jetzt Revue passieren lässt, in den letzten 40 Jahren, sage ich mal, da ist auf dem Gebiet ja unglaublich viel passiert, sodass man also auch durchaus mit einem TT-Modell heute auf einer Anlage genauso gut aussieht, als wenn man H0 fährt. Ja, H0 war ja eigentlich immer so ein bisschen, was man anfassen konnte und was also auch von der Detailtreue sich viel besser hat realisieren lassen in den letzten Jahren. Aber es ist immer wieder erstaunlich, liebe Zuschauer, wenn man das so sieht, wenn man die Lok so vor sich sieht, wie das nur geht. Also es macht mich immer wieder sprachlos. Was auch heute jetzt in Spur TT einfach schon möglich ist. Ja. Also wir profitieren natürlich auch ganz stark von allen technischen Entwicklungen, gerade im Elektronikbereich, dass alles immer kleiner wird und von irgendwelchen Lautsprechern, die eigentlich in Handys oder in Laptops oder sowas eingesetzt werden, dass man überhaupt erst auch Technik einsetzen kann in solchen Loks, die so klein ist, dass sie reinpasst. Mhm. Und da hat sich enorm viel getan. Und deswegen ist TT auch so eine schöne Größe jetzt. Man kann noch sehr viel darstellen und sie nimmt aber nicht so viel Platz weg. Also so eine Tischplatte wie hier, liebe Zuschauer, würde schon ausreichen, um ganz ordentlich Betrieb machen zu können, was man in Hamburg schon nicht mehr kann. Ne? Ja, richtig. Vielleicht noch mal zur Bedruckung, wenn ich noch mal einhaken darf. Da hattest du ja auch schon was angedeutet. Ich möchte auch noch mal darauf eingehen, wir geben uns wirklich enorm viel Mühe, die Bedruckung, also möglichst auch unter der Lupe sichtbar darzustellen. Das ist mit einem Tampondruckverfahren hergestellt und das ist ein Druckverfahren, mit dem man wirklich diese Mikroschriften richtig gut darstellen kann. Und das kommt jetzt zwar hier jetzt im Video nicht so gut raus, aber wenn Sie als Zuschauer vielleicht dann mal zukünftig so eine Lok in den Händen halten, tun Sie es einfach mal und versuchen, die Schrift wirklich im Detail zu entziffern. Das ist schon technisch faszinierend, was da sozusagen noch möglich ist. So, wir tun jetzt auch ein paar Fotos dazu mal reingeben jetzt, dass Sie das mal anschauen können, liebe Zuschauer. Es ist wirklich unglaublich und auch richtig fantastisch,
dass man also hier schon so weit ist, was eigentlich fast undenkbar ist. Es wird immer noch weitergehen und ich denke auch, die Entwicklung wird in der Richtung noch viel, viel mehr möglich machen. Es ist natürlich auch immer dann, man hört dann mal, oh, das wird aber wieder teuer und so weiter. Klar kostet es Geld, aber die Technik und die ganzen Fertigungstechniken vor allen Dingen gehen weiter voran und das macht das ganze Spielen dann auch für uns natürlich etwas naturgemäßer. Dann kommt man der Realität recht, recht nah. Genau, das ist immer der Versuch, ja, dass wir gucken, welche Techniken sind verfügbar, um jetzt im Modell das noch besser darzustellen, als wäre es die Realität. Erstens mal das und vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal eine Etage tiefer gehen, also zum Beispiel auch auf die Antriebsstangen der Lokomotive, ja, wenn man das sieht, auch hier hat sich ja sehr viel getan. Man kann also den Kreuzkopf und alle möglichen anderen Sachen schon relativ sauber, was früher so nicht möglich gewesen wäre, filigran rüberbringen. Wie gesagt, es ist für mich immer wieder eine Brezel, wie man bei TT schon so detailgetreu arbeiten kann. Das ist immer wieder für mich ja, ein Wunder. Ja, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, viel von den Entwicklungen auch wieder die Lorbeeren von ehemals Firma Gützold. Und wir hatten das Glück, dass wir jetzt sozusagen aus den Formen nochmal alles rausholen durften und haben da auch wieder Teile eingesetzt, die schon bei der 41 mal verwendet wurden. Also Waren ja Einheitslokomotiven. Man kann ja auch vieles da tauschen. Genau, wir haben zum Beispiel die Radsätze jetzt von der 41 übernommen, haben die Kuppelstange, die war vorher mit solchen Kunststoffzapfen in die Radsätze reingeklipst. Und da gab es immer mal wieder Kunden, die gesagt haben, mir ist das durchgebrochen, da sind die hinteren Zapfen abgebrochen. Und das haben wir uns also auch zu Herzen genommen und gesagt, wenn wir das überarbeiten, dann wollen wir genau solche Problemstellen dann auch beseitigen. Und haben deswegen die Radsätze der 41 eingesetzt, die nämlich ermöglichen, dass wir dort mit Metallkurbelzapfen arbeiten. Also diese quasi die Zapfen, die die Kuppelstange mit den Radsätzen verbinden, die sind hier aus Messing. Das sind also Messing-Drehteile, die brüniert sind und die jetzt also mit einer überarbeiteten Kuppelstange dann dafür sorgen, dass das insgesamt stabiler ist im Fahrwerksbereich. Aber filigran war es vorher schon bei der Firma Gützold. Wir haben sozusagen gesagt, es soll aber auch halten. Es soll nicht nur filigran sein, sondern es muss auch einfach richtig funktionieren. Es war ja auch eine Modeerscheinung, muss ich mal dazu sagen. Das waren ja dann so die 70er, vor allem die 80er Jahre. Meine Gützold, das werden viele Fans wissen, war ja eigentlich in der DDR-Produktion der alleinige Hersteller von diesen wirklichen Maschinen. Die hatte nicht mal Pico in der Breite drauf. Gützold hat sich immer auf diese Dampflokomotiven der Epochen 3, 4 gestürzt und also ein riesengroßes Spektrum auch da. Die Formen sind natürlich auch noch da. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Werden dann weitere Gravuren in den Formen gemacht, wird dann sozusagen, damit die, wenn das dann gespritzt wird, noch filigraner aussieht. Wie geht man daran bei sowas? Ja, man nimmt die Werkzeuge, man sucht die Werkzeuge, nimmt die Werkzeuge, also demontiert sie, zieht sie auseinander, sag ich mal, und guckt rein, was habe ich an Form, an Kontur drin und überlegt dann, an welchen Stellen ist mit vertretbarem Aufwand da was zu machen. Das wird dann teilweise rauserodiert, rausgedrahtet, neue Einsätze reingestellt und wieder nachgefräst, nachgesenkt, bis man dann in dem vorhandenen Werkzeug eine überarbeitete Kontur drin hat. Wie zum Beispiel ein Austausch von einem Dachgitter oben ist halt mit Änderungen im Werkzeug verbunden. Und da muss man dann erstmal gucken, wie man das am effizientesten hinbekommt. Und wie lange braucht man für so eine Änderung? Kannst du das einschätzen von der Zeit her? Das geht, jede Werkzeugänderung geht, sind mehrere Tage, mehrere Arbeitstage von ein, zwei Leuten sind dann weg. Das, je nach Größe, also das ist enorm. Das klingt jetzt wenig, da denkt man sich, ja, das ist ja schnell, warum habt ihr so lange gebraucht für die Überarbeitung? Aber in Summe haben wir sehr viele Stellen angefasst bei der Lok. Wir haben, wie gesagt, angefangen oben bei den Handrädern durchbrochen. Wir haben das Dachgitter getauscht, das sagten wir schon.
Wir haben die Lampen getauscht vorne, ja nicht nur sozusagen das dritte Spitzenlicht, was vorher anders war. Dazu muss man das dritte Spitzenlicht haben, dazu muss man eine Änderung an der Rauchkammertür machen, dann muss man irgendwie hinten auch eine Platine für das dritte Spitzenlicht integrieren, dann müssen wieder Zapfen gesetzt werden. Es ist die gesamte Aufnahme der unteren Loklaternen, da hinten eine andere Platine dahinter, also komplette Formänderung hier vorne an der für die Lampen. Dann haben wir andere Puffer eingesetzt. Das sind jetzt auch die Messingpuffer aus der Baureihe 41. Vorher waren da Kunststoffpuffer drin. Das bedeutet auch wieder eine Änderung am hinten sogar am Zinkwerkzeug, weil der Rahmen hinten aus Zink ist, vorne aus Kunststoff. Also sind es schon zwei Werkzeuge, die man dann wieder anfassen muss. Wir haben andere Zurüstteile eingebaut. Hier vorne sieht man diese halben nachgebildeten Behälterluftleitungen, ja, die wir dran haben, damit die Kupplung im Normalzustand jetzt voll ausschlagen kann. Die kann man nach Belieben dann tauschen gegen die voll nachgebildeten Behälterluftleitungen. Und dann ist bloß die Kupplung natürlich nicht mehr einsetzbar. Aber dafür mussten die Bohrungen geändert werden, weil wir da andere Zurüsteile einsetzen. Wo geht's weiter? Wir haben, wie gesagt, am Fahrwerk relativ viel gemacht, um dann auf die Messingkurbelzapfen einzugehen. Also die Optik, man sieht es wirklich, also wenn da Kunststoffteile gegen Metallteile ausgetauscht werden, diese Teile wirken auch viel filigraner. Wenn ich jetzt an die Kupplung denke, ja, von, wenn die aus Metall ist, man sieht es auch, dass die viel edler, dass die ganze Optik wird aufgewertet damit. Ja. Genau, und das Hut ab. Führt dann irgendwann dazu, dass man ein Detailfoto macht und sagt, also ich habe jetzt ja gerade frische Fotos davon gemacht, die dann auch noch gezeigt werden, wo man denkt, das sieht aber genauso aus wie die Handellok. Und dann habe ich das mal übereinander gelegt und so immer hin und her gesehen und dachte, wow, das sieht schon ziemlich gut aus wie die Handellok. Also die Detaillierung ist wirklich besser geworden. Dann können wir der Lok ja nochmal unter den Rock schauen. Das heißt, wir kippen die einfach mal, damit wir auch das Fahrwerk mal, darf ich die einfach so? Ja, einfach mal auf die Seite legen, genau. So, jetzt gucken wir mal drunter. Das ist ja auch ein interessanter Anblick. Sag ich mal, Haftreifen hat sie. Sie hat hinten vier Haftreifen. Die hinteren beiden Tenderachsen sind angetrieben, deswegen dort auch die Haftreifen. Und die letzte Kuppelachse ist auch mit angetrieben über einen relativ eleganten Mechanismus, wo über dieses Knickgelenk auch die Drehbewegung übertragen wird auf den letzten Kuppelradsatz und über die Kuppelstange werden alle anderen Radsätze mitgenommen. Aber die drehen sozusagen mit, die Hauptantriebsleistung kommt aber hinten vom Tender. So, selbstredend ist ja auch dann die Kurzkupplungskinematik, die muss ja auch da sein, die ist selbstverständlich. Die ist hinten auch sogar im Tender mit integriert, auch in das Zinkgewicht ist eine Kurzkupplungskinematik und vorne über den auch. Vorläufer auch. Ja. Wobei ich eigentlich meistens bei solchen Lokomotiven immer nur die Kurzkupplungskinematik hinten gesehen habe. Die Modellbahnfreunde wollen da schöne Gesichter haben. Also das ist natürlich dann auch perfekt und das können wir Ihnen ja auch nochmal zeigen, das schöne Gesicht, liebe Zuschauer. Das ist das, was so die Dampflok-Fans der großen Eisenbahn irgendwie immer wieder begeistert. Ist auch ein typisches Gesicht von Reichsbahnlokomotiven, die im Osten verblieben sind. Die hatten alle diese steil gehenden Stürzen. Das sollte so ein bisschen luftleitend sein. Bei der Deutschen Bundesbahn hatte man diese abgebaut. Die sahen dann immer vorne etwas nacktig aus, die Maschinen, hatte ich den Eindruck. Also ich finde, wenn man jetzt von Lokgesichtern redet, steht der Lok, diese Vollverkleidung vorne sieht etwas wuchtiger aus. Also man kann jetzt vermuten, dass ich das sage, weil wir nur Modelle haben, die so eine Schürze vorne dran haben. Aber ich persönlich finde die auch schöner. Ja. Ja, also wie gesagt, man sieht es ja, man hat es ja auch, man sieht es auch auf alten Aufnahmen, gerade bei der, ob das die 044 ist oder die 001 und so weiter, die alle so fürchterlich nacktig von aussehen. Also schön sieht anders. Ist mein persönlicher Geschmack, aber es ist ganz einfach so. Ja, dann wollen wir mal ein bisschen an das Eingemachte gehen. Jetzt werden wir die Lok mal aufs Gleis setzen und uns die ganzen digitalen Funktionen anschauen. Sehr gerne. Ja.